Wir liegen jetzt, glaube ich, sehr deutlich hinten und haben aber stark begonnen mit dem 1-0. Wir hatten Chancen zum 2 und zum 3-0. Da war ein bisschen Eigensinn im Spiel. Dann haben wir 3 eklatante Abwehrfehler gemacht und wir kamen auf die wirklich Verliererstraße zurzeit. Wir stehen im Mittelfeld nicht so gut und hinten könnte es auch etwas besser sein. Aber wir arbeiten noch dran, damit wir in den nächsten Spielen besser werden. Denn es geht jetzt auf die Europameisterschaft zu, die wir Ende August in Wesel haben. Und da müssen wir natürlich auf den Punkt fit sein. Da war das heute eben eine Probe, aus der wir viel lernen können. Aber so ist das halt. Wir haben Europameisterschaft, die läuft auch zurzeit ja international. Und da gibt es natürlich eine Peinlichkeit der UEFA, die ist nicht zu überbieten, dass das Allianzstadion nicht in den ruhigen Regenbogenfarben gezeigt wird. Das ist wirklich eine krasse Blamage für die UEFA, denn wir sind bunt und wir wollen auch bunt sein. Und das dürfte auch jedem in der Welt klar sein. Und das sollte auch den Ungarn gezeigt werden. Schade, da hat die UEFA eine Chance vertan. Ja, wir spielen heute hier gegen die Wortspieler, Journalistenauswahl als Bundestagsmannschaft und erstmal ganz interessant, weil sonst werden wir interviewt und hier sind wir quasi auf einer Augenhöhe und grätschen uns auch mal weg. Und die Bundestagsmannschaft ist eine, die beste Truppe im ganzen Bundestag, weil sehr kameradschaftlich von allen, mehr oder weniger allen Parteien, die Kollegen dabei und man kann sich aufeinander verlassen und dann auch ein Bier trinken. Das macht, hilft jedenfalls auch für die Politik. Wir stehen jetzt kurz vor der Europameisterschaft in Wesel Ende August und deshalb haben wir natürlich ein bisschen Kräfte geschont und haben heute mit angezogener Handbremse gespielt und gegen die Gurkentruppe von der Presse. Naja, wir hätten gewinnen können, aber wir wollen ja niemanden demütigen heute, deshalb haben wir ein bisschen ruhig gemacht. Ja, wir sind ja der Gegner des FC Bundestag gewesen, aber man sieht, das ist eine eingespielte Truppe und zwar parteiübergreifend. Und das ist, glaube ich, auch das, was diesen Verein ausmacht und diese Truppe ausmacht. Die spielen zusammen, obwohl sie sich im Bundestag ordentlich behaken und dann auf dem Platz spielen sie als ordentliche Einheit. Heute hat die Presse ein bisschen besser gespielt und deswegen unverdient gewonnen, aber die Stimmung ist gut und die taktische Aufstellung auch. Das Coole am FC Bundestag ist, dass wir eine richtig gute Truppe sind. Bis auf die AfD sind alle Fraktionen beteiligt. Und was dann hinterher beim Bier in der Kabine gesprochen wird, das bleibt dann auch in der Kabine. Das ist manchmal ganz interessant zu hören, was sie über deren Parteiführung denken. Und wir sagen auch manchmal ein bisschen deutlichere Worte. Und man kann so manchmal auch am Spielertyp erkennen, zu welcher Partei welcher Spieler gehört. Wir in der SPD, wir machen Druck von links, wir spielen miteinander, ganz sozial, versuchen gemeinsam zu kombinieren. Aber ansonsten Spaß beiseite, wir sind wirklich ein gutes Team, macht einen riesen Spaß. Drückt uns die Daumen für die Europameisterschaft im August.